Was ist ein Unternehmen ohne Werte? Wir haben vor einigen Jahren bei uns in der BUMAG die Führungsleitlinien eingeführt und diese Führungsleitlinien referieren ganz häufig auf unsere Werte, die wir aber bis dahin gar nicht sauber beschrieben haben. Und somit ist es für uns eine logische Schlussfolgerung, diese Werte zu beschreiben und zu definieren. Deswegen haben wir dieses Projekt ins Leben gerufen. Wir haben uns dann entschieden, das Ganze in einer Workshop-Reihe zu erarbeiten. Der Workshop hatte den Hintergrund, dass wir dadurch möglichst viele Mitarbeiter mitnehmen konnten in dem Projekt. Wir haben eine Resonanzgruppe ins Leben gerufen, die die Werte reflektiert hat. Wir haben offene Mitarbeiterrunden angeboten und wir haben zusätzlich noch eine Online-Umfrage durchgeführt. Erstmal mussten wir uns darüber Gedanken machen, wo tauchen die Werte überhaupt auf? Meistens sind das ganz typische Alltagssituationen. Das Ergebnis beschreibt zum einen unsere aktuelle Wertekultur. Zum anderen ist es aber für uns auch Leitlinie, zum Teil Anspruch für die Zukunft. Es sind drei große Teilbereiche entstanden: Be Future, Be Responsible, Be Together. Be Future steht dafür, dass wir zukunftsorientiert arbeiten und nach vorne schauen. Da kommt eine Menge Arbeit auf uns zu, aber wir sind sehr gewillt und motiviert, diese Herausforderungen im Tagesgeschäft anzunehmen. Dazu gehört natürlich, offen für Neues zu sein. Dadurch entsteht erst Raum für Innovation und wir müssen uns natürlich weiterentwickeln, sonst bleiben wir stehen. Um sicher in die Zukunft zu gehen, muss man Altbewährtes schützen. Das heißt aber auch, man muss Kolleginnen und Kollegen auf dem Weg begleiten. Unsere Arbeit als Betriebsrat sieht so aus, dass wir als Ansprechpartner für Kolleginnen und Kollegen da sind. Wir nehmen uns Zeit für sie, kümmern uns um Probleme und sind für sie da. Für uns im Qualitätsmanagement steht an höchster Stelle die Sicherheit, um erstklassige Ergebnisse zu erzielen. Man kann sich viele Ziele setzen, Ziele vornehmen, aber am Ende aller Tage ist es der Mensch, der den Unterschied macht. Von daher ist es unsere Verantwortung, die Verantwortung des Unternehmens, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Menschen sich ja entsprechend entwickeln können und entsprechend aktiv an diesen Zielen und der Zielerreichung arbeiten können. Da haben Dinge wie Diskriminierung und Ausgrenzung natürlich keinen Platz. Wir wollen alle mitnehmen und gemeinsam die BUMAG für die Zukunft wappnen. Wir wollen für und mit den Kunden gemeinsam die besten Lösungen entwickeln. Hier bei uns zu Hause und für die ganze Welt.